Hallo und willkommen zurück zu ISO. Ja, das ist das PvP-Menü. Und wir müssen uns für eine der Kampagnen entscheiden. So habe ich das rausgefunden. Ich hatte ja damals das Tutorial weggeklickt. Das war nicht klug. Aber so ist es nun mal. Azura Stern, 30 Tage Standard. Was heißt das? Dass die Runden wahrscheinlich 30 Tage gehen und dann war es das. Da können wir nicht beitreten scheinbar. Das ist nämlich alles abgeschlossen. Es gibt genug Spieler oder so. Da sind drei von unseren Freunden oder von meinen Freunden, also von den Leuten auf meiner Freundesliste. Das sind nämlich Leute aus den Kommentaren. Hier sind vier und da sind auch vier. Hier sind ein paar Spieler mehr als hier. Hier sind scheinbar nur Spieler oder hauptsächlich Spieler der Altmeri Dominion. Und hier ist es relativ ausgeglichen, scheint es so zu sein. Das ist 5 Tage Laufzeit. Da würde ich sagen, treten wir bei. Das ist Gastkampagne. Das ist ja nicht die Heimatkampagne, sondern Gastkampagne. Ich glaube, die Gastkampagne kann man immer mal wieder ändern. Aber ich bin da gar nicht so sicher. Das muss mir mal jemand in den Kommentaren näher erklären. Ich habe das leider weggeklickt beim ersten Mal. Aus Versehen. Das ist echt doof. Ich gucke selber nach, wenn ich es nicht vergesse. Aber wahrscheinlich vergesse ich es sowieso wieder. Also ich mache jetzt erstmal Gastkampagne festlegen. Heimatkampagne festlegen ist dann, glaube ich, nicht so klug beim ersten Mal. Also ich mache erstmal Gastkampagne. Nachdem ihr diese Kampagne beigetreten seid, werdet ihr diese für bestimmte Zeiten nicht mehr wechseln können. Waffeneffekte werden nur innerhalb Zyrodiils angewendet. Die Rangliste wird deaktiviert und verdienste Allianzpunkte werden nicht für Kampagnenbelohnungen angerechnet. Das ist also der Nachteil von der Gastkampagne. Ja, damit kann ich leben. Okay. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Boni, gesicherte Heimat. Boni, der feindliche Bogen. Erhöht erhaltene Erfahrungsmute, Allianzmute und Gold durch Tötung um 5%. Ach, das hat sogar Vorteile im normalen Spiel, wenn man hier im PvP spielt. Ah ja, okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, treten wir der Kampagne mal bei. Bitte warten. Bitte wartet. Ihr könnt 56 Sekunden lang alleine beitreten. Ich will beitreten. Seid ihr sicher, dass ihr euren aktuellen Aufenthaltsort verlassen und die Zyrodiil-Kampagne Schwarzwasserklinge betreten wollt? Ja. Mal gucken, ob es klappt. Da gab es nämlich in der Beta ein paar Probleme mit. Sollte unterdessen aber eigentlich reibungslos funktionieren. Betretet Zyrodiil. Zyrodiil. Die kaiserliche Provinz Zyrodiil dominiert das Herz Tamriels. Nachdem das Kaiserreich kollabierte, sind die Armeen des Dominions, des Bündnisses und des Pakts in Zyrodiil eingefallen und ringen nun dort um den kaiserlichen Thron und die Kontrolle über den größten Schatz des Landes, die Kaiserstadt. Und den Weißgoldturm wahrscheinlich. Der von einem riesigen Anker bedeckt, das sieht man jetzt schon. Da kann man noch gar nicht hin. Erst im September kommt das Add-on dazu. Ah ja. Das ist toll, dass wir hier reingeworfen werden. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Toll. Da vorne ist eine Quest, da gehe ich hin. Das ist also Zyrodiil, ja. Das ist lustiger am PvP ist ja, das weiß ich, man kann auch gegen Monster kämpfen. Oder ganz normale Quests machen, einfach im PvP-Bereich. Das hilft an der Kampagne auch. Naja, sprechen wir mit Spiegelschuppe. Hier gleicht einem Blatt in einem Sturm. Unsicher, wohin es sich als nächstes wendet. Wenn es euch an praktischer Ausbildung mangelt, um euren Weg zu finden, kann ich euch helfen. Ach, das ist der Vergleich, der stimmt schon. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir als nächstes gehen sollen. Also, wie könnt ihr mir denn helfen? Euer Weg beginnt mit dieser Munition. Bis? Bringt sie zu Adalmor am Belagerungsschießplatz beim Nordtor nach Morrowind. Der Transitus-Schrein bringt euch im Handumdrehen dorthin. Aha, und was ist, wenn ich keine Ausbildung brauche? Auch wenn ihr nicht das Blatt im Wind seid, für das ich euch hielt, solltet ihr dennoch zum Nordtor nach Morrowind reisen. Sprecht dort mit dem Großkriegsfürst Zimmeron. Er kann euch von der Ausbildung entschuldigen. Habt Dank, das machen wir aber nicht. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie wir was machen. Willkommen in Zyrodiil. Okay, benutzt den Transistus-Schrein. Das ist also Zyrodiil, ja? Da oben ist Himmelsrand irgendwo. Wo sind wir denn ganz genau? Ah, ja, beim Südtor nach Morrowind. Wir sind zum Nordtor nach Morrowind.
Wo ist denn eigentlich das Nordtor nach Himmelsrand? Das nach Hochfels? Das gibt's gar nicht. Es gibt keinen Nordtor nach Himmelsrand. Interessant. Müsste es eigentlich geben. Nun gut. Aktivieren den Transitusschrein. Transitusschreine ermöglichen Schnellreisen in Cyrodiil. Nähert euch einem Schrein und drückt X. Wählt dann eine Burg oder einen Außenposten auf eure Karte. Einzige Bedingung ist eine intakte Verbindung zwischen eurem Aufenthaltsort, aktuellen Aufenthaltsort und dem Ziel, damit ihr schnell reisen könnt. Ach du Scheiße. Das sind alles Außenposten und Burgen, die erobert werden können. Die blauen sind das Bündnis, die goldenen sind die blöden Elfen, die ganz schön was aufs Maul kriegen hier. Die haben kaum was noch. Die blauen stoßen vor und die roten sind wir, das ist das Ebenherzpakt. Wir machen uns auch nicht so gut, aber das werden wir ändern. Jetzt sollen wir erstmal hier oben hin zum Nordtor nach Morrowind. Das ist also der PvP, da muss ich mich reinfuchsen, bevor wir das im Stream machen. Das ist nämlich auch etwas, das ich im Stream machen würde, ganz gerne mit euch. Da wurde ich auch gefragt, ob ich im PvP endlich mal machen soll. Und dann natürlich mit euch zusammen. Dann würde ich sagen, machen wir im Stream am Wochenende die Pilzgrotte und eventuell die Weltenboss und dann begeben wir uns in den PvP. Wenn das klappt, ich weiß es ja nicht. Mit den Kampagnen und sowas ist dann das natürlich ein bisschen schwer. So, sprecht mit Großkriegsfürst Zimmeron, um die Ausbildung zu überspringen. Reist zum Belagerungsschießplatz. Nee, wo ist der Belagerungsschießplatz? Da hinten. Genau. Man, das sieht doch schon viel mehr nach Heimat aus. Hä, wo muss ich hin? Da hinten. Ah. Natürlich. Eine Statue von uns. Oder von mir. Wo ist denn der Belagerungsschießplatz? Ist der da unten oder was? Kann ich da eine Kokosraspel? Ja, hier kann ich meine Kokosraspel nehmen, okay. Kann ich hier durch das Tor gehen? Cyrodiil öffnen. Reis zum Belagerungsschießplatz oder das da unten? Hinten irgendwo. Das ist wahrscheinlich eine Heimatbasis vom Ebenherzpakt, damit die anderen Völker da nicht hingehen können. Sprecht mit Ardalmor. Na gut, dann wollen wir das tun. Schwarzwasserklinge, Ace Encryption, irgendwas. Das ist ja so schnell weg, das kann man ja gar nicht lesen. Finde ich blöd. Ardalmor. Ich melde mich zum Dienst. Hier wird scharf geschossen. Solltet ihr wirklich hier sein? Ja, sollte ich. Ich habe eine Lieferung Munition für euch. Ihr habt euch ja ganz schön Zeit gelassen. Ja, tut mir leid. Olvia erwähnte, dass sie einen Rekruten losgeschickt hätte, um sie zu holen. Da ihr nun schon einmal hier seid, könnten wir euch die Belagerungswaffen zeigen. Das fände ich gut. Auf dem Schlachtfeld gibt es nichts Besseres, als massiven Schaden zu verursachen, oder? Ja, richtig. Wenn ihr mehr über Rammen und Öl erfahren wollt, dann sprecht mit Lirtis. Was Tribocke, Katapulte und Ballisten angeht, so sprecht mit Schaut voraus. Kann ich die Waffen abfeuern? Das solltet ihr lieber. Genau dafür sind sie ja gemacht. Verbringt richtig. Ein paar Minuten mit jeder der Waffen. Schießt die Übungsattrappen mit ihnen ab. Sprecht mit Schaut voraus und Lirtis, wenn ihr mehr erfahren wollt. Sucht mich wieder auf, sobald ihr fertig seid. Das werde ich. Auch der Typ gefällt mir. Richtiger schöner Nord. Okay. Was sollen wir jetzt machen? Wir sollen mit Schaut voraus und mit Lirtis reden. Ihr schaut voraus. Okay. Viele Schlachten werden durch den geschickten Einsatz von Belagerungswaffen entschieden. Hier lernt ihr, wie man sie verwendet. Dann erzählt mir doch mal bitte mehr. Ich bin nämlich noch ein kleiner Nubi. Tribocke, Katapulte und Ballisten sind die Drachen des Schlachtfelds, die Mauern und Feinden verheerenden Schaden zufügen. Ich spüre, wie die Zielattrappen euch verhöhnen. Wählt eine Waffe aus und bestraft sie dafür. Was? Wie können Sie es wagen? Obwohl, was sind denn die verschiedenen Waffen? Jede Art von Belagerungswaffe, Tribock, Balliste, Katapult, hat besondere Fähigkeiten. Mhm. Und erzählt mir doch mal mehr über Tribocke. Tribocke feuern Geschosse auf die Mauern einer Burg ab und richten gewaltigen Schaden an. Es gibt drei Arten Munition. Feuertöpfe,
die brennendes Öl verteilen. Steine, die sowohl Wände als auch Soldaten zerschmettern. Und Eiskugeln, die Gegnern durch Eis schaden und sie verlangsamen. Aha, also ein Area-Effekt-Angriff, ein direkter Angriff und ein Support-Angriff. Okay, hab's verstanden. Was ist mit Ballisten? Ballisten liegen mir besonders am Herzen. Sie feuern schnell und präzise und zerstören feindliche Belagerungswaffen, einschließlich Rammen. Die gewöhnlichen Bolzen von Ballisten zertrümmern ihre Ziele. Feuerbolzen richten großen Brandschaden an und Blitzbolzen verpassen ihren Opfern einen Schlag und verlangsamen sie. Ah ja, also einfach eine schnellere und präzisere Version der Trieböcke und soll gegen andere Belagerungswaffen eingesetzt werden. Okay, und wie funktionieren Katapulte? Katapulte sind wunderbare Waffen gegen feindliche Truppen. Ah, okay. Katapulte mit Fleischsäcken verbreiten Krankheiten. Öl verursacht Feuerschaden und der Streuschuss sorgt für Einschlagschaden. Ich beneide euch um das Verderben, das ihr mit diesen Waffen sehen werdet. Also Katapulte sind genau wie die anderen auch. Nur, nur eben auf großer Distanz bzw. gegen Infanterie. Haben die Waffen alle die gleiche Reichweite? Nein. Feuert sie ab, um es zu sehen. Der Tribok und die Balliste feuern am weitesten, während das Katapult eine geringere Reichweite hat. Verdruss droht jedem, der das auf dem Schlachtfeld vergisst. Wahrscheinlich, ja, da hat sie recht. Ihr könnt euch Allianzpunkte APs verdienen, indem ihr eure Allianzen Zyrodiil unterstützt. Das Töten von gegnerischen Spielern und die Einnahme oder Verteidigung von Burgen sind Möglichkeiten, AP zu verdienen. Ah ja. Das haben wir ja schon erhalten. Wir haben 57 erhalten. Was sollen wir jetzt machen? Wir sollen... Triff eine Übungsattrappe mit dem Katapult, mit der Balliste und mit einem Tribok. Das hier ist ein Tribok. Ah ja. Benutzt rechts den Stick, um mit der Belagerungswaffe zu zielen. Ah ja. Drückt R2, um die Belagerungswaffe abzufeuern, einzupacken und zu verlassen. Ja. Wo sind denn die Attrappen? Trefft eine Übungspuppe mit einem Tribok. Okay. Ach so, wir sollten die Übungspuppe treffen. Okay. Gut, wie das funktioniert, wissen wir jetzt. Die ist noch ein Tribok. Eiskugel-Tribok. Stein-Tribok. Den gucken wir uns auch mal kurz an. Okay. Aha. Wie weit kann der denn schießen? Ja, nicht so weit. Das ist eine Steinkugel. Ja, gut. Eiskugel-Tribok. Ja, gut, macht eine Eiskugel, ist alles dasselbe. Jetzt noch die Balliste. Soll eine höhere Reichweite haben, davon sehe ich jetzt nichts. Nicht getroffen. Probieren wir es einfach nochmal. Schon wieder nicht getroffen, Alter. Kann man da nicht zoomen? Jetzt habe ich getroffen. Zoomen kann man leider nicht, nee. Na gut. Und jetzt das Katapult. Nee, eine Balliste. Ah doch, das ist das Katapult. Jetzt ist es kaputt gegangen, sowas aber auch. Gut, nehmen wir das hier. Ölkatapult. Ich sehe es nicht so recht, aber ich glaube, da ist was. Ja, getroffen. Okay. Jetzt noch mit Adamo sprechen und wir sollen noch mit ihm hier reden, mit Lirtris. Wenn ihr daran denkt, dass der Schwachpunkt einer Burg ihre Tore sind, dann wisst ihr, mit welchem Werkzeug ihr sie erobern könnt. Mit einer Ramme? Eine Ramme knackt eine Burg wie ein Kriegshammer eine Schlammkrabbe. Stellt eine Ramme auf und bringt genug Leute dazu, sie gegen das Tor zu stoßen. Das macht ihr so lange, bis das Tor einstürzt. Und was ist mit Brandöl? Dort steht ein Bottich oben auf der Plattform. Setzt ihn so ein, wie ihr es mit jeder anderen Belagerungswaffe machen würdet.
Gebt ihn bitte nicht über mir oder dieser nutzlosen Ramme aus. Aha. Eine Ramme knackt eine Burg. Nein, irgendein törichter Rekrut hat unsere einzige Ramme kaputt gemacht und allen anderen den Spaß verdorben. Ihr könnt euch selbst eine bei einem unserer Belagerungshändler an den Toren und Burgen kaufen. Sobald ihr hinaus auf die Schlachtfelder zieht, werdet ihr reichlich Gelegenheit haben, Rammen einzusetzen. Diese törichten Rekruten immer machen immer alles kaputt. Okay, hier oben ist Brandöl, das probiere ich aber mal aus. Ah, ja, okay, das kann ich einfach, okay. Kann ich einfach hier runter verschucken. Ich kann damit nicht wirklich zielen. Aber wenn ich da unten, wenn da unten jemand ist, dann kann ich einfach, ja, gut. Sprecht mit Alamo, da hinten ist er wieder, genau. Das ist ja eigentlich irgendwie geil. Mit den Beahrungsgeräten und sowas. Das haben nicht viele Spiele. Schon fertig? Ja, ich habe so viel geübt, wie ich musste. Ich hoffe es, um unser aller Willen. Wenn ihr eine eigene Belagerungswaffe haben wollt, könnt ihr sie von den Belagerungshändlern an unseren Toren und Burgen kaufen. Ja, okay. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Ihr müsst auch wissen, wie man Mauern, Tore und Belagerungswaffen repariert. Unsere Feinde werden unsere Burgen übel zurichten. Genau wie wir die ihren. Belagerungswaffen können ebenfalls beschädigt werden. Das lässt sich alles reparieren. Und wie genau repariere ich etwas? Das Töten der Angreifer ist ein guter Anfang. Ja, gut. Dann setzt man Reparaturwerkzeug ein, um einen Teil des Schadens zu beheben. Hier ist Übungsreparaturwerkzeug für Belagerungswaffen. Setzt es bei einem Tribok, einem Katapult oder einer Balliste ein. Wenn ihr fertig seid, möchte Galsi mit euch sprechen. Okay, dann werde ich das tun. Burgmauern, Burgtore und Belagerungswaffen können mit entsprechendem Reparaturmaterial repariert werden, das ihr zunächst im Schnellzugriff ausrüsten müsst. Haltet gedrückt und wählt das passende Werttipp, um die Retro zu beginnen. Ihr dürft nicht vergessen, dass ihr nichts reparieren könnt, was erst vor kurzem beschädigt wurde. Ah ja. Das heißt, ich muss jetzt... Oh Gott, ich habe eine neue Fertigkeit freigeschaltet. So eine Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt Unterstützung, Belagerungsschild, was? Schafft eine schützende Sphäre in eurer Position, die den durch Belagerungswaffen verursachten Schaden um 35% verringert. Aha. Sturmangriff. Ach so. Ah. Immunisiert eure Truppen und gewährt diese größere Schnelligkeit und größeren Galopps. Boah, nett, nett, nett. Aber auch nicht wirklich das, was ich suche. Lug und Trug, Seelenmagie, ja, schon nett alles, schon nett. Machen wir mal die Entschlossenheit, was soll's. Okay, wir sollen was reparieren, dafür müssen wir im Inventar auf Verbrauchsgegenstände wahrscheinlich, Verbrauchsgüter. Und dann hier, Übungsbelagerungsreparaturmaterial. Ein Übungsreparaturmaterial, das nur am Belagerungszustand eingesetzt werden kann. Das müssen wir zuweisen. Mache ich das hier unten. So. Und dann... Wow, das hat's ja gebracht. Aber wir haben es repariert. Okay. Damit Galsi Mavuani reden. Oh Gott, der PvP scheint doch schon etwas komplizierter zu sein als in anderen Spielen. Ihr seid hier immer willkommen, Krieger. Also in den meisten Spielen ist es ja einfach so, du rennst rein, tötest was und stirbst und dann rennst du wieder rein, tötest was und stirbst selber. Also nach Möglichkeit verhinderst du natürlich, dass du stirbst, aber im Grunde ist es immer nur reinrennen, töten und weitergehen und töten und weitergehen und töten und immer töten, töten, töten. Hier scheint es doch etwas mehr zu sein. Ah, braucht ihr etwas? Eure Zeit hier ist vorüber. Andere müssen jetzt mit euch sprechen. Okay. Sprecht mit Beschützer Galiel am Tempel der Chim-Schriftrolle. Er wird euch zeigen, wofür wir kämpfen. Hab Dank. Sprecht mit Beschützer Galiel. Wo ist der da hinten? Chim-Schriftrolle der Alten. Chim. Eine uralte Macht, die das gesamte... die Existenz verändern kann. Lustigerweise war Chim die
die Erklärung dafür, warum in den alten Büchern vor Morrowind, beziehungsweise vor Oblivion immer stand, dass Cyrodiil ein Dschungel war mit Drachen und sowas. Und dann in Oblivion einfach nur noch ein europäischer Wald. Oder ein europäisches Fantasyland. Da hat man immer gesagt, also in den Büchern stand immer im Game natürlich, dass Talos bzw. Tiber Septim Chim eingesetzt hat, um das Land zu verändern. Und hier haben sie dann einfach gesagt, nein, das war einfach ein Übertragungsfehler, das war ein Übersetzungsfehler. Was dann in den Büchern stand im Morrowind. Das war ein Übersetzungsfehler. Cyrodiil war schon immer ein europäischer Wald. Oder ein Wald, sagen wir es so. Ganz normaler Forst. Nicht europäisch. Die Schriftrolle der Alten sind von großer Bedeutung für jeden der Allianzen. Ruht eine Schriftrolle der Allianzen in ihrem Tempel oder auf einem Podest in der Burg, werden den Spielern der Allianz Boni gewährt. Ach so ist das. Darum kämpfen wir also, um die Schriftrollen. Beschützer Galiel. Benehmt euch, Krieger. Ihr befindet euch in der Gegenwart einer großen Macht. Seht nicht hin, sonst erblindet ihr. Ich würde gern mehr über die Schriftrollen der Alten erfahren. Das solltet ihr auch. Alle Soldaten des Pakts sollten die Schriftrollen der Alten in unseren Besitz bringen wollen. Es ist unser Schicksal, sie alle zu kontrollieren. Simpel ausgedrückt kann man die Schriftrollen der Alten als Prophezeiungen verstehen. Doch sie sind noch so viel mehr als das. Mhm. Was könnt ihr mir sonst noch über die Schriftrollen der Alten sagen? Ich würde ja ganz gerne mehr darüber erfahren. Die Schriftrollen enthalten Aufzeichnungen aller vergangenen und zukünftigen Ereignisse. Aber man kann sie nicht lesen, ohne mit Blindheit, Wahnsinn oder Schlimmerem geschlagen zu werden. Manche sagen, die Aedra hätten sie erschaffen. Aber niemand weiß, wann oder warum. Es gibt eine Möglichkeit, sie zu lesen, aber das hat etwas mit Motten zu tun. Warum werden die Schriftrollen der Alten in Tempeln aufbewahrt? Die Tempel sind heilige Orte, die errichtet wurden, um die Schriftrollen zu verwahren, zu ehren und zu schützen. Wir haben sie auf dem Boden Cyrodiils errichtet. Dicht genug an den Schlachtfeldern, damit unsere Truppen ihren Segen erhalten können. Ah ja. Und wie können wir die gegnerischen Schriftrollen der Alten in Besitz nehmen? Die Großkriegsfürstin befiehlt diese Angriffe. Der Zugang zu jeder Schriftrolle wird durch ein Tor versperrt. Um es zu öffnen, müssen beide Bogen, die es beschützen, jener Allianz entrissen werden, die Schriftrolle im Besitz hat. Sobald die Kastelle erobert wurden, ist der Weg zum Tempel frei. Und dann was? Die Schriftrolle der Alten muss aus dem Tempel geholt und in einer unserer 6 ursprünglichen Bogen gebracht werden. Sobald sie dort ist, muss sie auf ein Schriftrollenpodest gelegt werden. Natürlich braucht man für die Eroberung einer Schriftrolle der Alten viele Soldaten, die sich gemeinsam an dieser Aufgabe versuchen. Aha, und warum sind die Schriftrollen der Alten so wichtig? Es ist unsere Bestimmung, alle Schriftrollen zu kontrollieren. Jede Schriftrolle der Alten in unserem Besitz gewährt allen Soldaten des Pakts gewisse Kräfte. Das ist noch einer der Gründe, warum unsere Feinde keine einzige von ihnen behalten dürfen. Ah ja, okay. Ich glaube, das ist alles, was ich über die Schriftrollen der Alten wissen muss. Die Bücher in diesem Tempel enthalten Informationen über die Schriftrollen der Alten, falls ihr mehr darüber erfahren wollt. Großkriegsfürst Cimarron muss mit euch sprechen, wenn ihr hier fertig seid. Dann werde ich mit ihm sprechen. Welche Bücher? Hier sind keine Bücher, er hat mich angelogen. Ach, da hinten. Oder? Nein, das ist einfach nur so ein Podest. Hier sind doch gar keine Bücher. Was faselt der Typ denn da schon wieder? Egal. Hinweis, benutzt den Aufzug. Ist der schon wieder so weit weg, der Kerl? Huch, was ist das denn? Eine Himmelsscherbe, kann das sein? Tatsächlich, es gibt in Cyrodiil auch noch Himmelsscherben. Gut, habe ich erwartet. Wusste ich auch eigentlich schon. Aber ich hätte nicht erwartet, dass wir hier eine finden. Oh. Gut. Hier. Wo steckt denn der Kerl? Da hinten irgendwo. Wo genau steckt der? Ach, da hinten, okay.
Galoppe, 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 galoppe. Das kann ja was werden mit dem PvP. Komm. Jetzt lass mich hier endlich hinreiten. Das ist ja ein viel zu langer Weg. Was soll das denn? Auf zum Nordtor nach Morrowind. Abgeschlossen, benutzt den Aufgang. Was soll das denn? Warum greift er unsere eigene Mauer an? Das ist doch... ganz toll. Ist kein Wunder, dass das Pakt nichts gebacken kriegt hier im PvP. Wenn wir uns die Karte mal angucken. Wenn unsere Krieger in unserer eigenen Burg rumhängen und unsere eigenen Mauern beschießen. Schönes Zelt. Will ich auch haben. Ihr nähert euch dem Ende eurer Ausbildung, Soldat. Wir müssen euch noch beibringen, Burgen und Betriebe des Feindes einzunehmen. Ich lausche. Jeglicher Widerstand muss gebrochen werden. Wenn unser Banner erst stolz am Fahnenmast weht, werden alle wissen, dass dem Pakt eine neue Eroberung gelungen ist. Bei Burgen müssen wir Mauern durchbrechen und Tore aufstoßen, um das Herz der feindlichen Festung zu erreichen. Nichts davon wird einfach sein. Blöde Frage, aber was haben wir denn davon, wenn wir das tun? Der Pakt ist vom Schicksal dazu ausersehen, über Cyrodiil zu herrschen. Stimmt. Jede Burg und jeder Betrieb, die wir in Beschlag nehmen, ist ein Schritt in Richtung dieses Ziels. Eure Teilnahme an diesem Vorhaben erlaubt es euch, Ausrüstung und Waffen von den Belagerungshändlern des Pakts zu erwerben. Aha. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Ich entscheide darüber, welche Richtung der Pakt in Cyrodiil einschlägt. Dreht überbringt meine Befehle an die Generäle Darlius und Jegord. Sie hängen sie an den Missionstafeln aus, damit jeder sie sehen kann. General Darlius wird euch genaueres erzählen. Noch komplizierter. Jetzt kriegen wir auch noch eine Mission. Ach du Scheiße. Jetzt müssen wir Burgen erobern, Betriebe erobern, Burgen einnehmen, Schriftrollen einnehmen und wir müssen auch noch Missionen abschließen. Hilfe. Ich strecke die Kralle des Willkommens aus, Krieger. Kriegsfürst Zimmeron hat mir aufgetragen, mich bei euch zu melden, dieser blöde Dunkelelf. Der Großkriegsfürst ist ein vielbeschäftigter Mann. Elf. Seid dankbar für ein paar Minuten seiner Zeit. Oh, ist ekelhaft. Hier kommen die Befehle von Großkriegsfürst Zimmeron. Ich hänge sie an den Tafeln neben mir aus. Worüber sollten wir reden? Erzählt mir doch mehr über die Kopfgeldmission. Selbst die frisch Geschlüpften verstehen, worum es bei Kopfgeldmissionen geht. Die Aufgabe besteht darin, feindliche Soldaten zu töten. Alles, was lebt, muss eines Tages sterben. Diese Missionen sorgen dafür, dass dieser Tag für unsere Feinde etwas früher kommt. Und was ist das mit den, was hat das mit den Kundschaftsmissionen auf sich? Informationen sind für unsere Bemühungen von entscheidender Bedeutung. Eine Kundschaftermission schickt euch zu einem Ziel tief im feindlichen Gebiet. Der Sumpfaal sieht alles, aber man sieht ihn nicht. Seid der Sumpfaal, dann kommt hierher zurück. Sei der Sumpfaal. Aber gibt es noch eine andere Art von Mission? Ich meine, Leute töten ist klar, Kundschaften auch klar, aber gibt es noch andere Arten? General Jägert überwacht die anderen Missionen. Sprecht mit ihm, um genaueres über sie zu erfahren. Er starrt uns von dort drüben auf der anderen Seite aus finster an. Seid nicht schüchtern. Jäger zischt zwar laut, aber er beißt nur selten. Dann werde ich mit ihm sprechen. Der ist bestimmt ganz sympathisch. Er ist mir jetzt schon sympathischer als der Großgeneral, Großfürst, Großkriegsfürst. Er ist nämlich ein Nord. Ja, worum geht es? General Darlius hat mich geschickt, das wisst ihr doch. Sie wurde es also leid, dass ihr sie belästigt, was? Ja, scheinbar. Ich verwalte die Schlacht- und Kriegsfrontmissionen. Nur zu. Fragt mich darüber aus. Okay, wenn ihr das unbedingt wollt, was sind Schlachtmissionen? Schlachtmissionen schicken kleine Gruppen von Soldaten los, um feindliche Ressourcenquellen einzunehmen. Jede Burg wird von einem Bauernhof, einem Holzfällerlager und einer Mine versorgt.
Dem Feind diese Betriebe zu entziehen, ist der erste Schritt, um diese Burg für den Pakt in Beschlag zu nehmen. Und was ist mit Kriegsfrontmissionen? Eine Kriegsfrontmission zielt auf eine der feindlichen Burgen. Das Halten von Burgen ist der Schlüssel zur Eroberung Cyrodiils. Das erfordert allerdings eine echte Anstrengung. Wer ohne große Streitmacht angreift, wird ausgelöscht. Und was sind nochmal Schlachtmissionen? Schlachtmissionen schicken kleine Gruppen von Soldaten. Ja, ja, okay. Was ist das alles? Man kann immer noch mehr lernen. Aber von nun an wird das Schlachtfeld euer Lehrmeister sein. Die Missionstafeln warten schon. Beginnt mit einer Kundschaftermission. Bei denen sind die Chancen auf einen frühen Tod geringer. Willkommen im Krieg. Willkommen im Krieg. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von der jetzigen Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann unsere erste Kundschaftermission abschließen. Bis dahin.